Hallo und herzlich willkommen zum Event Geisterflüsterer. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Wie immer schaut bei euren Gilden in die Belohnungen nach, denn da bekommt ihr diese Woche die Token der Geister und ihr wisst, aus 3 Token bekommt ihr ein Abzeichen und aus 3 Abzeichen bekommt ihr einen Orden der Geister. Und ich habe aktuell 2 Abzeichen der Geister, das heißt, ich bekomme 80% mehr Zauberschaden im aktuellen Event. Im Shop habe ich wie immer die erste Stufe gekauft, wegen dem Trank der Verzauberung, denn dadurch starten die Einheiten schneller in den Kampf. Ein Siegel habe ich noch übrig und das werde ich gegen den großen Schlund Level 80 spielen, denn er bringt die zweitmeisten Punkte im Event. Die Gegnerreihenfolge in diesem Event ist wie folgt. Der flammende Oni, das ist der mystische Gegner, bringt die meisten Punkte. Dann kommt der große Schlund, er bringt die zweitmeisten. Der Basilisk bringt die drittmeisten Punkte. Arcturion bringt die viertmeisten. Der Barkast bringt die fünftmeisten und wenn ihr den Sandhai haben solltet, das ist der blaue Gegner, er bringt die wenigsten Punkte im Event. Die Gegnerreihenfolge werde ich wie immer unter dem Video im ersten Kommentar anpingen. Und hier ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Als Klasse habe ich den Schamanen. Den Schamanen habe ich drinne wegen der dritten Eigenschaft Bullischer Elan. Denn dadurch starten alle verbündeten Taurus den Kampf mit 50% Mana und da wir nur Taurus im Team haben, starten alle Einheiten mit 50% Mana. Als Banner habe ich das Labyrinth-Banner, weil wir vor allem den Grün brauchen und Rot und wir haben kein Lila im Team. Mein Team besteht aus folgenden Einheiten. Das wilde Hackbeil ist mein Mana-Produzent und auch gleichzeitig mein Held, denn er lässt 49 grüne Edelsteine explodieren und dann gewährt er allen Verbündeten aus der Wildebene einen zufälligen Statuseffekt. Und da wir Einheiten aus Wildebene haben, kriegen sie einen positiven Statuseffekt. An der zweiten Position habe ich eine mystische Einheit, und zwar Taureus. Er fügt allen Feinden 34 Schaden zu, verstärkt durch die Attacke, Leben und Rüstung und dann schubst er den ersten Feind nach hinten. Wenn ihr den Taureus nicht haben solltet, dann könnt ihr auch zweimal König Minus nehmen, denn König Minus ist der zweite Schadensmacher im Team. Er fügt einem Feind 56 schweren Spritzschaden zu, betäubt danach alle betroffenen Feinde und dann mischt ihr das Feld nochmal neu. An der letzten Position habe ich den Wahrsager. Der Wahrsager, da wählt man einen lilanen Edelstein und zerstört dann die Reihe und die Spalte. Und da gibt er allen anderen Verbündeten 1 auf alle Fähigkeiten. Das heißt, er ist mein Kickstarter, das heißt, am Anfang des Kampfes fängt er sofort an zu funktionieren. Durch seine dritte Eigenschaft bemächtigt, denn er startet den Kampf mit vollem Mana. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Falls euch das wilde Hackbeil fehlen sollte, dann bekommt ihr es diese Woche exklusiv in der Seelenschmiede unter dem Reiter Spiele und Waffen. Da könnt ihr das wilde Hackbeil herstellen. Und sollte euch König Minus zum Beispiel fehlen, den bekommt ihr in dem Unterweltkönigreich das Labyrinth. Da einfach ein paar Truhen öffnen und mit viel Glück könnt ihr König Minus ziehen. Den Wahrsager bekommt man leider nicht daraus. Wie das Team genau gespielt wird, zeige ich euch jetzt anhand meines letzten Siegels. Und zwar gegen den großen Schlund Level 80. Vierer kommen wir natürlich mitnehmen, wenn ihr sowas seht. Ansonsten zünden wir den Wahrsager und dann müssen wir uns einen Dealer an Edelstein aussuchen. Da ist es eigentlich egal, welchen wir nehmen, denn dadurch müssten dann die Einheiten schon relativ schnell voll werden. Ansonsten versuchen wir noch erstmal die zweite oder die dritte Einheit voll zu bekommen. Und ist dann eine von den Einheiten voll, spielen wir sie. Dann spielen wir die dritte Einheit, König Minus, suchen uns natürlich einen Gegner aus, der in der Mitte ist. Das heißt entweder der große Schlund oder der Ginny hier unten. Dann nehmen wir natürlich den großen Schlund, weil der große Schlund könnte euch ja fressen. Jetzt können wir den Schädel natürlich nehmen, ansonsten hätte ich jetzt das Hackbeil gespielt, um schnell die anderen zwei Einheiten wieder voll zu bekommen. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Gems of War sehen wollt, dann könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Gems of War gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.